Herzlich willkommen, hallo, servus, whatever, zu einem neuen Projekt von mir. Ihr könnt es lesen, Benjo Kazooie, beziehungsweise habt es hoffentlich bereits erkannt, als ihr die Introduktion gesehen habt. Es ist das erste Projekt von mir, das ich auf einem N64-Emulator spiele. Das heißt, ich hoffe, es kommt zu keinen technischen Komplikationen. Ich muss das hier nämlich leider auch mit Traps aufnehmen. Das heißt, ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin, denn hier kann ich das leider nicht so praktisch nachbearbeiten über die X-Toy. Oder ich weiß zumindest nicht wie, oder ich habe die Programme dafür nicht. In jedem Fall sollte eigentlich jeder von euch das Spiel kennen. Es ist von 1998, wenn man hier unschwer erkennen kann. Und ich würde sagen, jeden, der, sagen wir mal 1996 oder früher geboren ist, sollte das Spiel kennen. Von einer Person weiß ich, dass sie es nicht tut. Ich hoffe, die sieht das hier gerade. Which language would you like to use? Deutsch natürlich. Auch wenn ich die rote Flagge ein bisschen schöner finde. Wähle mit dem 3D-Stick ein Spiel aus. Drücke A, um zu spielen. Oder, ja. Ich glaube, ich habe schon A gedrückt. Bei Spielstand 1. Es gibt hier drei Spielstände, aber das interessiert uns mal nicht. Wir brauchen hier nur einen. Es sei denn, es kommt nochmal ein Wii Let's Play oder sowas. Dass ich das nochmal spiele, aber das wird sich wohl erst ergeben. In der Hexenküche. Servus. Ja, weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Das glaube ich nicht. Er wird doch gleich was anderes sagen, glaube ich. Hm, doch, da gibt es ein Mädchen. Punkt, Punkt, Punkt. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Tja, ob sie es darf oder nicht. Tut ist so süß und klein, sie ist die hübscheste von allen. Wobei, ist sie auch ein etwas komisches Ideal. Ich mache aus der einen Sessel, du blöder Kessel. Tut ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Das hättest du lieber nicht sagen sollen, mein Freund. Ja, dem Biest werde ich es zeigen. Ich finde beide nicht sonderlich hübsch, aber bei der Kleinen hat sie das von Pädophilie und bei der anderen was von Nekrophilie, also beide sind ein wenig abnormal. Ein wenig vor allem. Hallo Tuti, was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer, ja? Hoffentlich wird das Abenteuer nicht zu gefährlich für dich, denn das bezweifle ich. Also das bezweifle ich, eben nicht, dass es nicht gefährlich für dich wird. Was? Ich laber Scheiße, vergesst das. Wache endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. So doppelte Verneinungen sind nicht so meins. Aus Tuti mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Hm? Ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Ja, der kann fliegen seit Neuestem. Dort oben, am Himmel. Das glaube ich nicht. Alter, sieht sie die Hexe. Sie erkennt die Hexe. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Von der Größe könnte sie tatsächlich eine Maus sein, aber es wäre ein bisschen komisch, wenn der Bruder ein Bär ist. Autsch, du alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze, ich mache aus die eine Fratze. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Sehr authentisch. Benjo, wach endlich auf. Aufwachen. Was? Was ist denn los? Ganz gechillt mal im Bett. Draußen gibt es Ärger. Und fällt um. Ist halt blöd, wenn man nicht aus dem Rucksack rauskommt ohne Hilfe. Und es geht los. Das Gameplay geht los. Wir können momentan noch überhaupt gar nichts. Außer springen. Nicht schlagen, nicht rollen. Oh, ins Pause-Menü können wir auch gehen. Das ist auch eine nützliche Fähigkeit. Und da ist Bottles. Der wird uns gleich ein paar nützliche Tipps geben, glaube ich.
Servus, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Benjo und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin, kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tutti? Die miese Hexe Grundhilda starrt vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner, wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Wir drücken A. Bottles, wir könnten deine Hilfe gebrauchen, das ist tatsächlich wahr. Was ist zu tun? Schaut euch nach meinen Maulwurfshügeln um. Stellt euch daneben und drückt B. Bis gleich. Ja. Da müsste man erstmal wissen, wie man B drückt. Mit dem Hinweis. Bewege den Daumen über die Taste B. Das B ist ein Strich mit zwei Bäuchen. Probieren wir es mal, ob wir das B treffen. Ja, ich habe es beim ersten Versuch getroffen, einfach weil es hier auch ein B ist. Hallo Bottles. Hallo. Wir fangen mit der Kontrolle der Kamera an. Ihr steuert sie mit den C-Knöpfen. Das nervt. Sind wir hier in der Schule? Zeig erstmal, was du kannst. Drücke die R-Taste, um die Kamera hinter Benjo zu bringen. War das schon alles, Würmerfreund? Nein. Halte R gedrückt, um die Kamera hinter deinen Federhintern zu positionieren. Wir sehen uns am nächsten Maulwurfshügel. Das ist nicht R. Das ist R, okay. RT ist R. Gut. Das können wir auch schon, okay. Ducken können wir uns auch schon, auch wenn das so alleine nichts bringt. Servus Bottles. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Pah, was wissen blinde Maulwürfe über das Springen? Nichts, oder? Mehr als du, Flöte. Zum Springen drückt die A, halte die A gedrückt, springt Ben schon noch höher. Achso, wir können uns nicht bewegen. Na, Federvieh, zeig mal, was du kannst. Warum? Ich sehe dabei sicher total bescheuert aus. Springt und drückt A in der Luft, um einen Doppelsprung zu machen. Wir wissen jetzt alles. Es kann losgehen. Nicht bevor ihr diesen Move kennt. Stellt euch so hin wie ich. Wie, eine lächerliche Brille aufsetzen und blöde aus einem Erdloch herausgrinsen? Schnabel, halte den Z-Trigger und drückt dann A, um einen Salto auszuführen. Das müsste dann das hier sein. Genau. Weil ich gesagt habe, so normal bringt es das Ducken nichts. Das waren alle Sprünge. Übt fleißig weiter. Ja, denn das Ducken so alleine bringt, wie gesagt, überhaupt nichts. Es bringt nur das mit diesem Move hier. Ohne dem... Ich wollte gerade sagen, ohne dem kämen wir hier nicht drauf, aber das ist falsch, denn wir kommen auch mit Benjos normalem Sprung rauf. Ich glaube, da kommt jetzt auch gleich ein Dialog. Exakt. Gestatten Honigwabe. Sammelt 6 von uns. Leeren Honigwaben ein. Um die Energieleiste zu füllen. Beziehungsweise zu erweitern. Wo ist der nächste Bottles? Bottles, I'm looking for you. Where are you? There you are. Nice. Eigentlich würde man ja Maulwürfe ausrotten, wenn sie in so einer schönen Landschaft sind, aber Bottles, der ist mal eine Ausnahme. Lust auf eine kleine Unterwassertour? Lass mal, ich gehe lieber nach Hause. Benjo, du Weichei, ich will schwimmen. Spuck es aus, Maulwurfsonkel. Mit dem 3D-Stick schwimmst du an der Oberfläche. Drücke B, um zu tauchen. Los. Ja, dann tun wir das. Wenn uns das schon befiehlt, der alte Dominus. Ist ja nicht gerade einer meiner Fetische, aber lassen wir das mal. Tritt in Aktion, wenn man den B-Knopf drückt. Ja, das tue ich die ganze Zeit schon. Und Benjo paddelt mit A. Ist zwar ein bisschen langsam, aber für so Feinjustierung ist das nicht so schlecht. Haben wir schon die zweite leere Honigwabe. Es ist übrigens Halfblind, wie ihr oben lesen könnt. Das heißt, ich habe das vor 4 oder 5 Jahren das letzte Mal auf der Xbox 360 in dieser HD-Variante gespielt, die es da im Arcade-Marktplatz gibt. Seitdem nicht mehr. Hab's damals aber durchgespielt, aber weiß bei weitem trotzdem nicht, wo alle Geheimnisse, Jiggies, diese Puzzleteile und Chinchos und so sind. Deswegen ist das mehr oder weniger Half-Blind, weil ich halt die Grundlagen weiß, beziehungsweise
ein paar Jiggies halt weiß, vor allem in der ersten Welt, weiß ich glaube ich sogar noch alle. Und dementsprechend ist es halt nicht ganz blind, aber auch nicht blind, beziehungsweise nicht blind. Servus Benjo, ich hoffe du bist schwindelfrei. Ich auf alle Fälle, los, erzähl endlich vom Fliegenwurzelfresser. Später, Benjo, spring auf einen Baum und nutze den 3D-Stick, um daran heraufzuklettern. Das ist der einfachste Move. Einfach springen und... Denke daran, man kann nicht nur auf Bäume klettern, Benjo. Aber man kann auch auf andere schicke Rohre klettern. Auf lange Rohre. Will das dann später nützlich sein. Waren das alle Moves? Nein, waren es noch nicht. Ich war schon etwas voreilig. Den hier brauchen wir noch. Zum Ausführen der Pickparade brauchen wir die Hilfe des wackeligen Hühnerbeins. Immerhin habe ich Beine, mein kurzer Freund. Halte den Z-Trigger und drücke dann den B-Knopf. Ja. Einfach so bücken und statt A dann B drücken. Bei A würden wir diesen Sprung ausführen. Und B machen wir das. Siehst du, Benjo, ist doch zu etwas zu gebrauchen. Das war sie davor auch schon. Und dann beim Doppelsprung. Nächstes Mal bist du dran, kurzer. Ja, das wird sich über das ganze Spiel ziehen. Diese Battles zwischen den beiden, ich bin ja dafür, dass die mal bei diesem Web Battles of History oder wie der Channel heißt, antreten. Das ist immerhin interessant. Benjo, es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Bereit? Das klingt interessant. Drücke einfach B, wenn du stehst oder dich nur langsam bewegst. Obercool, woran kann ich das ausprobieren? Wie wäre es mit dem frechen Vogel? Komm nur her, du kleine Blindschleiche. War ja nur ein Witz. Ich suche eine echte Herausforderung für dich, okay? Da kommt Topper. Zeige es ihm, Benjo. Interessant auch, dass Kazooie sagt, ich zeige es der Blindschleiche. Obwohl ja eigentlich Benjo dann dafür dran sein müsste, ne? Wenn er sich schlagen würde. Und nicht der Maulwurf. Benjo ist schließlich der, der Befehle befolgt. Und der es dann ausübt. Netter Versuch auf ein neues. Hey, was ist mit mir? Du kommst hier ein bisschen zu kurz, Kazooie. Du hast schon genug Moves gelernt. Sei nicht so asozial. Jetzt zeige ich dir die gefürchtete Bärenrolle. Hallo, ich will lernen, wie man fliegt. Sofort. Wenn du rennst und dann B drückst, machst du eine Rolle. Ich suche ein geeignetes Ziel. Eine Jungzwiebel. Nett. Volltreffer. Einer geht noch. Hallo, mir ist schlecht. Tja, da hast du Pech. Du warst ein wenig zu frech, das interessiert ihn garantiert gar nicht. Jetzt zeige ich dem Quietsche-Entchen einen Trick. Hoffentlich ist das ein guter Trick, Blindfuchs. Wenn du im Sprung den B-Knopf drückst, dann machst du den Schnabelsprung. Wo ist Collie Wobble? Collie Wobble? Achso, so heißt das Vieh. Collie wegen cool wahrscheinlich. Ah, sehr innovativ. Das fängt an, Spaß zu machen. Nochmal. Ja. Okay, es ist soweit. Auf den Spiral Mountain erzähle ich euch, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, das war's mal mit dem ersten Part. Ich hoffe, man versteht mich gut. Deswegen auch nur diese kurze Aufnahmesession jetzt, damit ich das testen kann. Und im Zweifelsfall nicht hochlade, bzw. nochmal aufnehme. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Und hoffe, euch auch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao.